drücke I bzw. Eingabe, um ein Foto zu haben. Ja. Oh. Liebe Spielerin, wir sind dir sehr dankbar, dass du unser allererstes Spiel Fall of Porcupine gekauft hast. Wir hoffen aufrichtig, dass es dir auch nur ein bisschen von der Freude und Aufregung geben kann, die uns die Interaktion mit euch allen gegeben hat. Cool. Eine Botschaft von Entwicklern. Und damit seid gegrüßt zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Fall of Porcupine, Life of Twitch und später, wie gewohnt, in den Stream-Aufzeichnungs-Parts auf YouTube. Ja, Fall of Porcupine ist ein kleines, hübsches Game, in dem schon... Also, wir spielen eine Taube als Hauptcharakter. Ist eine Welt voller Tiere. Es ist schon kindlich und wholesome, chillig aufgebaut in einer wundervollen, schönen Welt mit süßen Anime-Charakteren. Aber es handelt um ein sehr ernstes Thema. Es geht um das Gesundheitssystem. Unsere Taube, die wir spielen, die ist nämlich Arzt oder Ärztin, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Arzt war es. Ist eine männliche Taube, wenn mich nicht alles täuscht. Und arbeitet an einem Krankenhaus und was natürlich wie alle Krankenhäuser chronisch unterbeschäftigt und unterbesetzt ist und da einfach die Tücken und die Fehler und das die Problematiken des Gesundheitssystems einfach erleben muss. Das natürlich ganz kindlich und ganz in einer wunderschönen bunten Welt dargestellt. Ich bin gespannt, wie dieses Spiel wird. Ich freue mich schon seit Ewigkeiten. Seit es das erste Mal, ich glaube auf der Gamescom wurde es mal angekündigt. Lass es 2020 gewesen sein. 2020, 2021, bin mir da nicht ganz sicher. Auf einer dieser Gamescoms wurde es mal gezeigt. Da waren wir da, glaube ich, da haben wir damals schon eine Demo-Version dazu gespielt. Da gab es schon, glaube ich, schon Let's Test auf dem Kanal. Let's Test haben wir da schon gespielt. Jetzt starten wir live ins Let's Play. Und machen, ja, wir spielen das Spiel. Der liebe Modi hat mir das mal wieder geschenkt. Danke, danke. Ein Dankeschön geht raus an Modi. Den Sponsor dieses Let's Plays. Dieses Let's Play gehört jetzt Modi. Auf geht's. Spielstand laden. Ich meine, ich würde schon ein neues Spiel starten, wenn das gehen würde. Ja, ich will den Speicherstand löschen. Ich starte von vorne. Neues Spiel. Wahrscheinlich der Demo, der Speicherstand aus der Demo war da noch mit drin. Wir fangen aber von vorne an. Und starten ein neues Spiel. Fall of Porcupine setzt sich mit dem Gesundheitssystem auseinander, wie ich schon gesagt. Wie ich es schon erwähnt habe. Es kommen Handlungspunkte vor, die unter anderem Stress, Krankheit, Tod und Selbstzweifel behandeln. Bitte unterbrich das Spiel, wenn du dich unwohl fühlst. Und kontaktiere eventuell deine Familie, Freunde oder einen professionellen Anlaufsteller, um Unterstützung zu bekommen. Ganz wichtige Botschaft hier am Anfang des Spiels. Das ist der Vorteil auf YouTube, der Nachteil auf Twitch, um das Livestreamen. Aber auf Twitch müsst ihr es dann irgendwie anders gucken. Auf YouTube habt ihr den Vorteil, dass ihr jederzeit pausieren könnt und weiter gucken könnt, wann ihr wollt. Das ist das Vorteil von On-Demand-Videos, On-Demand-Parts, dass man das dann, wenn es einem zu viel wird und wenn man gerade keinen Bock mehr drauf hat und dass man das dann pausieren kann. Ich ziehe es mir jetzt mit euch live auf Twitch gemeinsam volle Möhre rein. Ich werde da wahrscheinlich nicht pausieren und weggehen können, aber ja, ihr könnt natürlich jederzeit in den Lurk und abhauen. Das ist da, ist euch, ja, wenn es euch zu viel wird. Ich gebe mir die volle Dröhnung.
Rein geht's. Geräusche. Da haben wir unsere kleine Taube. Wir können sie bewegen. Da laufen wir. Da können wir hüpfen. Dunkel war es. Ah, da wird's hell. Wo sind wir denn hier hinein geraten? Hey Finley, schön, dass du endlich da bist. Was schaust du denn so betrüppelt? Nichts. Ich habe nicht erwartet, meine Zimmerpflanze hier zu treffen. Wen hättest du denn erwartet? Vielleicht eine Waschmaschine? Mein Topf vibriert übrigens immer ganz schön, wenn du den Schleudergang anschmeißt. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich etwas suche. Ach so, und was suchst du? Ich habe keine Ahnung. Aber es war wichtig. Und ich glaube, ich habe es verloren. Na, wenn du es nicht mehr weißt, kann es ja nicht so wichtig gewesen sein. Das kann bestimmt warten, Kumpel. Meinst du? Klar, komm, entspann dich erstmal. Schau dir doch diese Wiese an. Das saftige Gras, die helle warme Sonne und diese beruhigende Musik. Wie kann man sich da Sorgen machen? Ja, die Sonne tut echt gut. Aber welche Musik meinst du? Ach so, Moment kurz. So, besser? Ja, das gefällt mir. Perfekto. Lass deine Blätter einfach mal baumeln. Die Musik können wir gerne im Menü mal ein bisschen lauter stellen. Oh, B-Punkt hat gleich mal die Telefonseelsorgenummer reingepackt. In den Chat. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, auch ganz wichtig. Willkommen B-Punkt. Ja. Und gleich mal eine Undertale-Anspielung. Nicht großartig am Anfang des Spiels. Lass deine Sorgen Sorgen sein. Ja, das sollte ich tun. Ich sollte mich ein bisschen entspannen. Tipptopp, das will ich hören. Wenn man etwas verliert, taucht es irgendwann wieder auf. Also such dir ein gemütliches Plätzchen. Nimm dir, was du brauchst. Das mache ich vielleicht. Ich schaue mich mal ein wenig um. Es ist so schön hier. Da will ich mir meinen Platz gut aussuchen. Hier steht alles offen. Hauptsache, du kommst ein bisschen runter. Hau rein, Finne. Suche ich dir mal kurz in die Optionen. Mal Audio. Also die Musik mal ein bisschen lauter. Nicht so schön. Was ist jetzt besser? Ich lasse mal auf 90. Vielleicht wird es dann wird's irgendwann nervig, wenn die Musik lauter wird. Suchen wir uns ein hübsches Plätzchen. Zum Ausruhen. Wie wär's mit hier? Hallöchen, Kumpel. So sehen wir uns also wieder. Wie läuft's mit der Entspannung? Und hast du die Person gefunden, nach der du gesucht hast? Ah, jetzt haben wir eine Auswahlmöglichkeit. Läuft ganz gut, es ist echt schön hier. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Person. Person? Was?
Ach, gar nichts. Alles tippitoppi. Wir haben doch alle eine gute Zeit hier. Habe ich recht? Und was hast du jetzt vor? Ich weiß noch nicht. Wer ist denn der große Bursche neben dir? Was? Ach, der. Das ist Hugo. Wir waren zusammen auf der Uni. Man kann super auf ihn herumklettern. Habe ich früher andauernd gemacht. Seitdem ich aber mal Platzlöse hatte, lässt er mich nicht mehr. Willst du es mal versuchen? Klar, warum nicht? Aber ich glaube, ich komme an der riesigen Blüte nicht vorbei. Warte, das haben wir gleich. Erdbeben. Siehst du, gar kein Thema. Kein Thema, sagst du? Der ganze Boden hat gebebt. Hugo ist ziemlich kitzlig. Sei so vorsichtig, wenn du auf ihm herumkletterst. Und brich ihm keine Blätter ab. Er bündet sich viel auf sein Blattwerk ein, weißt du? Na sicher doch. Dann können wir vielleicht auf das kleine Blatt drauf. Ah, schwerer als gedacht. Aber vielleicht ja hier drauf. Kleine Taube fliegt über die Gitter. Hüpft. Hey, oh, finster. Hier oben. Huch, wie bist du denn da hochgekommen? Ich kann viele Dinge. Ich darf ja nicht mehr klettern. Dann müsste ich mir eine andere Lösung überlegen. Was hast du so vor? Ich bin noch unsicher. Vielleicht will ich ins Wasser springen. Echt? Ich dachte, wir bleiben entspannt. Außerdem sieht das ordentlich tief aus. Ich glaube schon, ja. Vielleicht ist das, was ich suche, da unten. Ich will nur mal gucken. Na, wie du meinst, Partnerio? Ich bin ja eher der Typ Halbschatten und ich neige zum Überwässern. Feigling. Oh, tops. Ab ins Kältetief. Oha. Können wir ein bisschen schwimmen. Ui. Wieder ab nach oben. Und runter. Aber nicht zu steil. Hallo, du bist ja noch hier. Klar, ich lass mir den Spaß doch nicht entgehen. Frierst du etwa? Ich werde mich erkälten. Dann musst du mich pflegen. Mich einkaufen. Meine Steuer machen. Das Wasser ist doch super angenehm. Ich weiß gar nicht, was du hast. Nein, ich mag kein Wasser. Ist das, ich soll aufhören, dich zu gießen? Das ist was anderes. Das kannst du nicht verstehen. Blumenangelegenheit. Können wir vielleicht trotzdem hier raus? Okay. Dann gehen wir mal. Oder schwimmen wir. Das ist doch die Statue vom Marktplatz. Bist du für das Wasser hier verantwortlich? Kannst du mich verstehen? Such etwas. Hast du es vielleicht gesehen? Keine Reaktion. Wie unhöflich. Tja. Ich mag diesen Wassereffekt. Dass der Taube ab und zu mal dünner und... Ich glaube,
Nicht so raus die Masse. Aber am Strand. Das Flowing wieder. Finnmeister. Da bist du ja endlich. Wo hast du so lange gesteckt? Dir scheint es wieder besser zu gehen. Wie kann es einem am Strand schlecht gehen? Also im Moment, wenn das überschüssige Wasser verschwindet, neben langsam die erste Photosynthese einsetzt, es gibt nichts Besseres. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Vergesse alles um mich herum. Ich kann mich gerade kaum an deinen Namen erinnern. Finn, du wohnst bei mir. Pina hat mir dich geschenkt. Du bist aus ihrem Blumenladen. Finny, Fonny, Dongli, Dingley. Mir ist gerade alles egal. Ach ja. Dieser Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Warst du schon mal hier? Vielleicht, aber nicht so. Du hast echt komische Gedanken. Hast du denn inzwischen gefunden, was du suchst? Nein. Aber ich glaube, ich suche gar nicht etwas. Ich suche jemanden. Dann herzlichen Glückwunsch. Du hast jemanden gefunden. Deinen allerbesten Blumenkumpel. Und jetzt schnapp dir einen Drink und leg dich in den Sand. Wir hatten schon lange keinen Urlaub mehr. Ich komme gleich. Vielleicht finde ich die Person ja hier am Strand. Hol dir aber keinen Sonnenbrand. Ich bin schließlich keine Aloe Vera. Na dann suchen wir mal. Vielleicht finden wir. Ups. Hilfburg. Yay. Oha. Über den Wolken. Oha. Wen haben wir denn hier? Ingrid. Schön, Sie hier zu sehen. Und wissen Sie vielleicht, woher Arndes ist? Herr Arndes. Ich habe Herr Arndes gesucht. Er ist Patient bei uns. Und er war verschwunden. Ich bin mit dem Aufzug gefahren. Und irgendwas ist schiefgegangen. Ich muss Herrn Arndes finden. Sonst stößt ihm noch etwas zu. Sorry, Ingrid. Sie wissen, wie sehr ich unser Gespräch genieße. Aber ich habe das Gefühl, dass Herrn Arndes etwas zugestoßen ist. Und wir sehen uns bestimmt später. Immer den Patienten verpflichtet. Arndes muss doch hier irgendwo sein. Hallo, Herr Arndes, hören Sie mich? Hier ist er nicht. Er sieht aber ziemlich dreckig aus. Das sieht nicht nach einem gewöhnlichen Krankenhausflur aus. Das sieht nicht gewöhnlich aus. Oh, hier können wir hüpfen. Die 501 und die 502 können wir nicht rein. Aha. Kleines Jump'n'Run. Und die Tür steht ein bisschen offen, aber wir können nicht rein. Oha. Hier brennt Licht. Hallo? Ist da jemand? Im alten Krankenhausbett stehen Kartons voller Dokumente und Ordner. Komische Wahl für ein Büro, aber jeder hat seinen eigenen Einrichtungsstil. Das Bett sieht fast wie ein richtiger Schreibtisch aus. Da hinten ist jemand. Ja, und das sind Sie es? Das ist
Blut. Es ist noch frisch. Aber ja. Jetzt wird's heftig. Er ahnt es. Sie bluten. Bewegen Sie sich nicht. Was? Wer sind Sie? Bleiben Sie ganz ruhig. Ich werde Ihnen helfen. Ist da jemand? Wir brauchen die Hilfe. Hallo? Oh shit. Guten Morgen. Nicht mal weg ausstellen. Das sind Ursula Aufgaben. Oh, Nachtturnier. Guten Tag, Finny. Dr. Krokowski hat mich gebeten, dir meine Nummer zu schicken. Hallo Mia. Danke dir. Auch hier dann meine Nummer. Cool, dass wir zusammenarbeiten. Ja. Wir sehen uns dann morgen. Gute Besserung, Finny. Ich habe gerade gehört, was passiert ist. Muss ich mir Sorgen machen? Wie schwer ist die Verletzung? Danke. Ach Quatsch, alles okay. Ich ruhe mich ein paar Tage aus und bin dann wieder am Start. Ich hoffe, ich mache dir nicht zu viel Arbeit. Das sollte jetzt nicht deine Sorge sein. Pass aber ein bisschen in Zukunft auf. Okay? Es ist gerade echt viel los auf unserer Station. Jetzt werd aber erst wieder mal wieder fit. Wird gemacht. Guten Morgen. Hoffe, du bist wieder fit. Freue mich, dass du wieder zur Arbeit kommst, Leute. Jetzt schaffen wir es ja mal zu quatschen. Dann musst du mir ganz in Ruhe erzählen, was passiert ist. Also Nachrichten mit Karl. Hey, Finny, hier meine Nummer. Komm gerne zu mir, wenn du Fragen hast. War witzig gestern. Du bist ein cooler Typ. Lass uns gern wieder ins Gilberts gehen, wenn der Schichtplan passt. Ja, war witzig. Hehe. Auch wenn die Diskussion mir etwas zu weit gegangen ist. Ach, das ist normal. Gewöhn dich dran. Jo, Finny. Wie geht's deiner Beule? Hey, Karl. Geht's schon. Kopfbrummt noch ein bisschen. Wie ist es auf der Station? Tut mir leid, dass ich jetzt schon ausfalle. Mach dir nichts draus. Ich hätte jeder passieren können. Außerdem wolltest du mir ja nur helfen, Herrn Arndes zu finden. Hab trotzdem ein schlechtes Gewissen. Bestell dir lieber mal eine Pizza. Nachrichten von Pina. Pina hier, dachte ich, schreib dir mal kurz. Damit du meine Nummer hast. Wie läuft's? Viel zu tun? Hey Pina, ja schon. Aber ich denke, es beruhigt sich bald wieder. Wie läuft's in deinem Laden? Die Monstera Delicosas streiten sich mal wieder. Wer die schönsten Blätter hat. Aber alles ruhig. Danke nochmal für den Ausflug heute. Ich hatte echt einen fiesen Kater, aber die frische Luft hat gut getan. Na klar, hehe. Können wir gerne mal wieder holen, wenn du Zeit hast. Ich muss eh regelmäßig in den Wald. Pflanzen sind ja auch mein Job irgendwie. Klar machen wir. Klammer zu. Ne, Klammer auf. Ich hoffe, bei dir läuft's besser. Was echt? Was ist passiert? Hab eine Kiste auf den Kopf gekriegt. Hab eine Platzwunde. Boah, Finny, du musst mal auf dich aufpassen. Brauchst du irgendwas? Nee, ich glaube, ich bin fein. Okay, ich fahre gleich nochmal aus der Stadt raus. Wenn's okay ist, würde ich kurz bei dir halten und dir was vorbeibringen. Na gut, was denn? Ein Geschenk. Okay, bin gespannt. Danke fürs Vorbeikommen, hat mich echt gefreut. Und auch für die kleine Pflanze, ich werde gut drauf aufpassen. Das hoffe ich doch. Und nicht vergessen, regelmäßig ins Licht nicht zu viel gießen. Und in 3 Tagen, dass du
Tütchen in die Erde kippen, das ich dir gegeben habe. Aber es ist krass, dass du sonst gar keine Pflanzen hast. Es wäre ja nichts für mich. Verstanden. Mache ich. Nachrichten von Mama. Hey, bist du angekommen? Ich höre gar nichts von dir. Hey Mama, tut mir leid, der Umzug war ziemlich wuselig. Aber wir sind jetzt durch und fangen an, meine Kartons auszupacken. Das freut mich. Ich hoffe, du fühlst dich in Poképine wohl. Wir kommen dich bald mal besuchen. Und bitte melde dich, wenn du etwas brauchst. Das mache ich, versprochen. Danke, Mama. Wir wünschen dir einen erfolgreichen ersten Arbeitstag. Du schaffst das. Danke, ich bin etwas nervös, aber ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass meine Station nett ist. Und ich freue mich natürlich auch auf die Cafeteria. Du wirst bestimmt ein super Arzt. Wir sind sehr stolz auf dich. Hey Schatz, wie ist es gelaufen? Hey, es war super cool, aber auch sehr anstrengend. Ich wollte eigentlich noch ein paar Kartons auspacken, aber ich glaube, ich gehe da einfach schlafen. Mach das. Hast dir einen ruhigen Feierabend verdient. Die Kartons können auch warten. Gute Nacht. Wir hören gar nichts mehr von dir. Alles in Ordnung? Hey, Mama, ja, alles okay. Ist einfach alles zu viel. Hab mir die Arbeit nicht so anstrengend vorgestellt. Ich komme gerade zu gar nichts irgendwie. Ich denke, der Anfang ist immer schwer. Es wird bestimmt besser. Wie geht's dir, Liebe? Wie geht's dir? Liebe Grüße aus dem Urlaub. Es ist sonnig und warm. Gehen gleich zum Strand. Klingt super. Hier ist es auch ganz schön. Voll herbstlich, aber noch warm. Ich habe auch die ersten Bekanntschaften hier gefunden. Alles gut. Ach, das freut mich. Von der Arbeit? Auch, ja. Mia und Karl arbeiten bei mir auf der Station und ich mag sie echt gerne. Habe aber auch außerhalb davon schon ein, zwei Leute kennengelernt. Ich war auch schon mit einer neuen Freundin hier im Wald unterwegs. War super schön. Sorry, hatte den ganzen Tag keinen Empfang. Das ist wirklich toll. Ich freue mich, wenn du dich wohlfühlst. Das hilft mir auch. Hey Schatz, sind wieder zu Hause. Ich hoffe, dir geht es gut. Und du gönnst dir mal eine Auszeit. Ja, tue ich, sogar gerade unfreiwillig, leider. Hatte einen kleinen Unfall auf der Arbeit. Bin ein paar Tage krank geschrieben. Was? Was ist los? Soll ich kommen? Nein, alles gut. Hab nur eine Beule am Kopf. Nichts Schlimmes. Ich kann sofort in den Zug steigen. Brauchst du was? Kauft jemand für dich ein? Alles gut, Mama. Okay, aber sag Bescheid, wenn du etwas brauchst, ja? Dann komme ich sofort. Wird gemacht. Ach ja. Mutter. Der Bruder. Den lesen wir noch. Hey, großer Bruder, alles gut zum Geburtstag. Wie geht's dir so? Alles okay? Hey, Finny, alles gut. Happy Birthday, Finny. Hey, danke. Hey, ich danke dir. Ich bin gerade mit ein paar Briten in einer Bar und feier. Lol, okay, dann trinke mal einen für mich mit. Schon passiert. Kommst du dieses Jahr eigentlich zu Papas Geburtstag? Nee, schaff's nicht. Ich bin im Urlaub gerade. Okay, schade. Notizen. Na dann stehen wir mal auf. Oh Mann, schon wieder so ein Traum. Ich bin richtig matschig. Fühlt sich an, als hätte ich gar nicht geschlafen. Wenn das so weitergeht, bleibe ich einfach wach. Uff. Okay, hilft ja nichts. Aufstehen. Thank you.